Krise. Deutsches Handelsschiff hat sich hier internieren lassen. Baufüller Torpedos? Drei Stück von Jan? Alles für uns, Kriegbaum. Ah ja, beste Bedienung. Steuerbordmaschine stoppen. Angekommen. Backbord stoppen. Offizier auf Brücke. Unseren tapferen deutschen U-Boot-Fahrer mit einem dreifachen Sieg! Heil! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Herzlich willkommen, Herr Kapitänleutnant. Nein, nein, bitte. Ich nicht. Das ist der Kommandant. Oh, Entschuldigung, ich... Ich begrüße Sie an Bord der Weser, Herr Kapitänleutnant. Ein Held. Leibhaftig. Ich bin begeistert. Tja, meine Herren, da sind Sie also. Die Helden der Tiefe. Die grauen Wölfe. Wir haben Sie bei uns. In unserer bescheidenen Hütte, sozusagen. Herr Kapitänleutnant, darf ich bitten? Herzlich willkommen an Bord. Tja, Sie sehen, Herr Kapitänleutnant, wir sind gerüstet, in aller Bescheidenheit, versteht sich, aber nicht schlecht. Ein Stück Heimat, sozusagen. Frisches Brot, Kuchen aus der Bordbäckerei, Bauchfleisch, frische Wurst, heutige Schlachtung, versteht sich. Tja, Sie müssen uns erzählen, Sie glauben gar nicht, wie gespannt wir sind. Es ist kein leichtes Leben hier. Man macht sich da falsche Vorstellungen. Öl gibt es genug. Fresskram auch, aber Torpedos ist schwierig. Schwierig. Aber es geht in Ordnung. Die Spanier erdulden uns, aber sie lieben uns nicht direkt. Weihnachtsstollen. Hm? Was sagen Sie? Wie viele Schiffe haben Sie versenkt? Ja, sagen Sie. Oder nein, lassen Sie mich raten. Ach, der Shampoos. Wie unaufmerksam von mir. Bitte schön. Meine Herren. Wir trinken auf Ihr Wohl. Wir sind stolz auf Sie. Wir trinken auf die deutsche U-Boot-Waffe. Und auf unseren geliebten Führer. Naja, wir sind ja hier nicht zu Hause. Wenn Sie wissen, was ich meine. Prost. Ja, Prost, meine Herren. Prost. Ja, nun langen Sie mal zu. Ja. Wollen wir mal ran an die Buletten? Ja. Nur aber mal heraus mit der Sprache, Herr Kapitänleutnant. Wir platzen vor Neugier. Das sind frische Feigen. Nie gegessen. Tja. Diesmal hatten sie uns ganz schön am Kanthaken. Phänomenal. Sehen Sie, meine Herren, das ist die Sprache des Helden. Kurz, ohne Umschweife, einfach phänomenal. Aber so einfach kommen Sie uns nicht davon, Herr Kapitänleutnant. Geben Sie mal her. Heringssalat.